Es ist eine weit verbreitete Ansicht, dass die Herstellung eines Bildes auf der schöpferischen Individualität des Künstlers beruhe. Der aus Holland stammende Maler Herman de Vries, dem die jüngste Ausstellung in der Frankfurter Avantgarde Galerie D gewidmet ist, schaltet die willkürlichen Eingriffe beim künstlerischen Gestalten aus. Er demonstriert das Grundprinzip mit einfachsten Mitteln. Nach einer Zufallstabelle, die er aus dem Elektronenhirn bezieht, ordnet er Quadrate an. Auf die geraden Zahlen fallen die hellen, auf die ungeraden die dunklen Quadrate. Das Ergebnis ist ein vom Zufall objektivierter ästhetischer Grundplan. Jedermann ist imstande, mit Hilfe der Tabelle Bilder zu produzieren. Die Anwendung der Statistik auf die Kunst lässt sich ausbauen und erweitern. Was hier gezeigt wird, ist erst der Anfang, ein Postulat. Deswegen kommt den gezeigten Arbeiten eine richtungweisende Bedeutung zu. Alle Bilder von Herman de Vries gleichen einem ABC dieser entpersönlichten Kunst. Auch mit Lochkarten stellt de Vries Bildformen her, zeigt er neue Möglichkeiten der modernen Bildnerei auf. Anwendungsbereiche sind vor allem die Architektur und der Städtebau, die Formgebung in der Industrie, die Gestaltung von Wänden. Diese Reliefs sind die ersten Versuche, das Grundprinzip für die Anlage einer Wand anzuwenden. Die Blöcke sind nicht willkürlich, sondern nach der statistisch geprüften Tabelle angeordnet. Im Zufall liegt, was von der Wissenschaft längst festgestellt wurde, ein reines Prinzip der Ordnung und Objektivität. Wie immer bei den Ausstellungen in der Galerie D, so wurde auch dieses Ereignis stark diskutiert. In seiner hervorragenden Einführungsrede bezeichnete der Kunstkritiker Peter Iden den in der D-Galerie objektivierten Zufall beim Anfertigen von Bildwerken als ein höchst legitimes Vorgehen zur Errechnung neuer Einsichten auf dem Gebiete der modernen Kunst. Wer sich vom Hauch dieser avantgardistischen Postulate anrühren lassen möchte, der kann dies in der Bockenheimer Anlage 35 noch bis Mitte Juni tun. Ein Tableau zur Anwendung des Prinzips mit bunten Quadraten liegt auf dem Galerietisch aus.